Willkommen zurück zum Let's Play Don't Starve und ihr seht, mir geht es geistig nicht gut. 45 habe ich nur. Du bleibst hier. Jedenfalls habe ich den Winter wenigstens schon mal überstanden und mir ist der Sound gerade zu laut. Winter habe ich überstanden. Und, ja, und was ich noch geschafft habe, zu vergessen, dass eigentlich gestern ja ein Part kommen sollte. Ja, ich habe das wirklich komplett vergessen. Ich war gestern auf dem Geburtstag von meiner Oma und da einfach nicht mehr dran gedacht. Deswegen nehme ich den jetzt gerade halt schnell auf, speichere den, also render den auch direkt dann und dass ich den direkt hochladen kann. Auch wenn ich sonst eigentlich sonntags halt kein Video gebe. Oh nein! Och, Willow! Meine mühsam angelegte. Nur weil sie so nervös ist. Ich brauch Blumen. Gab es hier nicht irgendwo Bienen? Bienen sind hier. Hoffentlich habe ich Blumen in der Nähe gelassen. Du brauchst nicht zu essen. Essen wird überbewertet. Ich hätte vielleicht das nehmen sollen, was gleich schlecht wird. Aber egal. Wird alles überbewertet. Oh. Oh. Ach, das sind die kaputten Eier. Die verrotteten. Vor, wo die Pinguine waren. Ich dachte eben so, oh, okay. Ich habe nichts mehr. Kein Platz mehr frei. Du auch nicht. Schön. Das ist doch mal gut. Dann nochmal zurück ins Lager. Ach, das fängt doch schon mal wieder gut an. Du gehst mal direkt hier hin. Jetzt ist... Ah nee, du solltest es doch nicht kochen. Du solltest es kaputt machen, zerstören. Das brauche ich nicht. Die brauche ich. Die brauche ich gerade auch nicht. Die werde ich aber woanders hin tun. Die werde ich in meinen Kühlschrank tun. Okay. Oh, da habe ich ja noch sogar welche. Oh Gott. Aber mein Zustand ist etwas besser geworden. Direkt rein mit dir. Kann ich irgendwas herstellen? Das kann ich herstellen. Und das da. Weil durch das Craften von Dingen kann man seinen geistigen Zustand ja auch verbessern. Okay. So, Karotten, ihr geht hier rein. Ihr geht da rein. Du kommst mit. Du Essen kommst auch mit. Und ihr Samen geht da auch rein. Jetzt habe ich wieder Platz. Oh, dann werde ich euch hier Dings da noch los. Nein. Ah, nein. Oh Gott. Ich dachte schon, der würde irgendwie jetzt sie hinstellen. Ah, ich habe ja noch drei Dings. Nein, jetzt hat er die freigelassen. Nein. Oh Gott. Stimmt, es war ja Drop. Oh. Irgendwie fail ich nur. Wie viel... Habe ich irgendwo ein Netz? Hier habe ich vier Stück. Ich weiß nicht, ob das reicht für ein... Ach, okay, kein... Reicht. Yay. So. Dann werde ich mir nicht vorhandene Schmetterlinge fangen. Da ist einer. Da war einer. Okay, dann muss ich die Schmetterlinge erst am nächsten Tag fangen. Das klingt nach einem Plan. Hin und wieder habe ich auch einen. Man glaube es kaum. Ach, das mit den Ästen regt mich jetzt auf. Sowas kann aber echt nur mir passieren. Und einer nervösen Willow. So, ist man. Ich hatte mich vor, wenn ich dann ein paar Schmetterlinge gefangen habe, dass ich die hier hin tue, wo die Bienenwabe ist. Weil dann kann ich... Dann habe ich nämlich Blumen direkt in der Nähe, weil die Bienen, die verbreiten die dann nach einer Weile. Das ist immer ganz praktisch. Ich hätte zwar selber gerne auch ein
Bienen zu Hause. Ich glaube, die heißt hier Beebox oder so. Braucht dafür aber noch etwas, wo ich, das ich aber nur kriege, wenn ich halt eine von dem, von den fertigen Bienenhäuserchen kaputt mache. Und dann greifen die mich aber an mit Killerbienen und sonstiges. Und ja, das ist nicht so gut. Aber die sorgen halt die Bienen generell dafür, dass die Blumen halt verbreitet werden. Was ganz praktisch ist, dann habe ich nämlich immer so geistige Auffrischer direkt bei mir. Das ist halt wirklich dann enorm praktisch. Ich wollte ja auch eigentlich die Schmetterlinge, jetzt habe ich das Wort, wollte ich eigentlich auch pflanzen und nicht freilassen. Naja. Was passiert halt mir? Jetzt habe ich... Muss ich nur noch gucken, wo ist... Jetzt wird's dunkel. Ja, nein, du sollst mal Richtung... Nein, nicht in die Richtung. Richtung Lager. Wow, was machst du? Gott, ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Da ist der Kackhaufen. Ich weiß nicht, wo er hingelaufen ist. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich zu meinem Lager wiedergefunden habe gerade. Okay, die Karotten nehme ich nachher mit. Das kann ich schon mal hier reintun. Oh, ich hab noch was. Was habe ich denn? Ach. Oh Gott, Spieluhrmusik. Das heißt, die Hände kommen. Ja, da sind sie. Hallo, Hände. Ich kann die selber zurückschrecken. Wie cool ist das denn? War das schon immer so? Naja, ich kann sie zurückschrecken. Jetzt kann ich sie davon abhalten, mein Feuer zu... niederzumachen, meine Flammen zu klauen. Ich bin der Schrecken der Hände. Der Schattenhände. Naja, der Tag ist jedenfalls gleich vorbei und wir sehen uns daher dann am nächsten Tag wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai.